Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Kürzlich haben wir eine kleine Stadt hier an der Küste Siziliens besucht, Cefalù. Und an diesem Tag habe ich die ganze Zeit die Kamera dabei gehabt und nehme euch praktisch mit durch unseren Tag. Wir sind hier auf Sizilien mit unserem lieben Mitbewohner, dem Henry. Den kennt ihr ja schon seit ein paar Jahren, also zumindest diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Mit dem Henry habe ich auch ganz viele Videos zum Thema Ernährung, Fasten, Darmreinigung gemacht und wir haben auch 2017 einige Videos auf La Palma zusammen gedreht. Wer Henrys Kanal noch nicht kennt, ich verlinke euch seinen Kanal oben in den Infokarten. Heute Morgen nehmen meine Jungs als erstes Spirulina-Presslinge mit viel Wasser zu sich. Spirulina-Presslinge, das ist eine Mikroalge, nehmen sie auch zu Hause regelmäßig ein, aber auch auf Reisen. Also auf Reisen habe ich für meine Jungs immer Mikroalgen dabei und so starten sie in den Tag immer mit grünen Lebensmitteln. Für meine Jungs gibt es heute zum Frühstück reife Ananas. Ihr seht hier dieses gelbe Fruchtfleisch, auch diese Schale der Ananas. Mit der gelben Farbe deutet darauf hin, dass es eine reife Ananas ist. Bei uns in Deutschland findet man selten solche reifen Ananas, aber auf Sizilien, aber auch auf Sardinien habe ich immer wieder reife Ananas gefunden und meine Jungs haben diese mit Begeisterung gegessen. Also diese Ananas sind sehr süß und enthalten wenig Säure. So, Simon isst jetzt schon ein bisschen Ananas. Silas hat jetzt noch keinen Hunger. Ich habe jetzt die Ananasstücke auch hier in so eine, hier in so eine Plastikschüssel mit Deckel gepackt und nehmen wir dann mit und noch eine Gabel oder zwei. Dann können die Jungs dann später noch etwas Ananas essen. Jetzt auch gleich mit einklinken. Wir machen jetzt noch eine Runde Qigong, bevor es losgeht nach Cefalù. Vor ein paar Minuten sind wir in Cefalù angekommen. Wir haben uns jetzt hier einen Parkplatz gesucht und dann werden wir uns gleich mal diese Stadt anschauen. Vorher aber trinke ich meine erste Flüssigkeit heute am Tag. Es ist wie? Es war 13 Uhr, ne? 13.10 Uhr. Und ich habe ja immer mein Grashaftpulver dabei und es ist ja auch schon recht heiß. Wie heiß? So 35 Grad. Genau, und jetzt trinke ich ca. 400 bis 500 Milliliter Wasser mit Grashaftpulver vermischt. Wir sind gerade in einer Pizzeria und für Simon und Silas gibt es Pizza. Silas, was hast du für eine Pizza hier? Pizza Margherita. Pizza Margherita und eine Fanta. So was gibt es auch noch in Italien. Ja. Das gibt es nicht zu Hause. Ich glaube, hast du schon mal Fanta getrunken? Außer hier? Also außer hier nicht. Außer hier nicht. Oh, das ist zwar hier so eine große Premiere, Fanta und Pizza. Nee, Pizza nicht. Pizza gibt es ja immer in Italien. Na Simon, was hast du denn für eine Pizza? Eine leckere. Eine leckere. Wie heißt die? Pizza Casale. Pizza Casale, die ist nicht vegetarisch. Die ist mit? Speck, Mozzarella, Tomatensauce, Rucola, Tomaten. Okay, und für mich gibt's einen frischen Teller Luft. Weil ich ja immer nur abends esse. Ich habe auch gar keinen Hunger. Ich habe vorhin mein Grassaftpulver getrunken. Oder mein Grassaft. Und für die Jungs gibt es jetzt Pizza und für Henry gibt es auch Luft. Da ist er auch so krass drauf und isst einfach nichts. Wir saßen jetzt circa anderthalb Stunden im Restaurant, in der Pizzeria. Die Jungs haben Pizza gegessen, Eis gegessen. Simon hat noch das Karamell-Dessert gegessen. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter rein in die Innenstadt. Wir befinden uns ja gerade in Cefalù. Das ist eine kleine Stadt am Mittelmeer. Cefalù ist auch vor allem bekannt
für seine Kathedrale, die im 12. Jahrhundert erbaut worden ist. Und die werden wir uns jetzt auf alle Fälle mal anschauen. Hallo. Wir laufen jetzt hier durch die kleinen Gässchen von Schifferloo. Ich liebe das. Das ist ja so typisch in Sizilien und auch auf Sardinien, in den Städten, diese kleinen alten Gässchen. Ich bin heute mit Silas wieder barfuß unterwegs, barfuß in Schifferloo. Silas hat mich, was hast du gesagt, ich habe dich wieder angetriggert, barfuß zu laufen. Ich laufe auch so gerne in der Natur barfuß, aber in den Städten immer weniger. Und heute hat Silas seine Sandalen vergessen, weil er so schon gern barfuß läuft und ist ins Auto gestiegen, ohne Schuhe einzupacken. Aber weil es heute zu heiß war, als wir am Parkplatz ausgestiegen sind, war der Sand zu heiß und haben wir dann gleich dort am Parkplatz, gab es so ein paar Verkaufsstände, da haben wir so Schlappen gekauft. Und hier ist es so schattig und überhaupt nicht heiß. Und hat Silas seine Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich meine auch gleich mit ausgezogen. Das ist hier barfuß. Ah, die Balkone hat Silas gemeint. Und wo sind deine Füße? Zweige. Also ich gehe ja nicht gern einkaufen, überhaupt nicht gern, aber wenn ich hier im Ausland, gerade jetzt hier in Sardinien, einen Früchteladen sehe, da muss ich immer reinschauen. Ich kaufe mal Feigen. Und hier ist eine nackte Füße. So, wir laufen jetzt trotzdem erstmal weiter. Wir wollen ja noch in die Kathedrale. Und wir müssen zu einem Laden, wo es Andenken aufsieht. Und einen Andenkenladen. Zu bewahren. Gibt es das eigentlich auch in Englisch? Welcome to the Kathedrale. Willkommen zur Kathedrale. Findet gerade eine Hochzeit statt. Wieso 50 Minuten, wenn die Musik zu Ende ist? Ich bin gerade erst eingefallen, dass ich wenigstens mal kurz reinfilme. An die Simpsons erinnert dich? Ja, als ich gerade dieses Bild gesehen habe. Weil dieses Bild gibt es auch ganz auch bei irgendeiner die Simpsons-Folge. Okay. Glaube ich.
ist jetzt gegen 8.21 Uhr. Wir sind wieder auf dem Rückweg von Cefalù nach Cresta. Und ich habe jetzt nochmal in Cefalù frisch gepressten Saft getrunken. Da war Ananas, Orange und Fenchel dabei und dann noch einen kleinen Schluck frisch gepressten Orangensaft. Jetzt gibt es die nächste Flüssigkeit. Das ist hier Wasser mit Silizium Plus Pulver. Und Silizium Plus besteht aus Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus. So, jetzt ist es gegen 19.30 Uhr. Wir sind wieder zurück in Cresta und werden jetzt erstmal essen. Also ich zumindest. Jetzt gibt es für mich meine erste feste Mahlzeit für heute. Und ich werde auf alle Fälle wieder mit Wassermelone starten. Es ist ganz ruhig und still. Wir sind circa nach Luftlinie 2 Kilometer vom Meer entfernt. Wenn wir aber zum Meer hier runterfahren wollen, dann sind es ca. 10 Kilometer mit dem Auto. Das sind so Schlängelwege, die dann sich hinunterschlängeln. Und ich schätze, dass wir morgen auch wieder hier runter zum Meer fahren. Simon, es gibt Wassermelone. Noch Appetit auf Wassermelone? Was macht Silas hier? Was spielst du jetzt? Ich spiele jetzt, glaube ich. Ja, gute Frage. Ich will Piano spielen. Darf ich was vorspielen? Oh ja, spiel mal was vor. Okay. Salgo un attimino là a salutare un amico, dobbiamo andare alle 8:30 a Capo d'Orlando, ancora dobbiamo fare la doccia e siamo qua. Ok. Buona serata. Ok. Buona serata. Ja, das hatten wir auch vor, wo wir vor 2 Jahren in Sizilien waren, da in Nicosia in der Pizzeria. Da haben wir irgendwann mal gefragt und gesagt, was ist denn du? Und die, wow, du kommst alle an, Küchenchef und die Bedienung, wow, der hat so ein tolles Gesicht, wow, und dann Bello. Und dann immer so, oh, dann haben sie so, ne, so, dass das Gesicht so zart ist und dass sie das überhaupt nicht vermutet hätten, dass das jetzt ein Junge ist. Sie war so voll erschrocken, so. Ja. Simon telefoniert da immer noch. Simon, Wassermelone. Oh, ich nerv gerade. Komm, ich gehe jetzt wieder. Ich bin jetzt auch mal versuchen, mal 2-3 Tage nur Melone zu machen. Naja. Also so. Schon mit dem grünen Pulver, aber Abendbrot, die erste feste Mahlzeit für heute, also für mich und Henry, ist diese Wassermelone. Und ich teile mir mit Simon diese Wassermelone. Mal sehen, ob Simon noch nach der ganzen Pizza und Eis und was gab's noch? Dessert, Karamelldessert. Ob er da überhaupt noch so viel Melone essen kann. Naja, bleibt da mehr für mich. So, für die Jungs gibt es jetzt noch Nudeln. Für die Jungs gibt es jetzt noch Nudeln, die ein bisschen in der Pfanne angebraten wurden. Und der Simon ist endlich da, um seine Wassermelone zu essen. Schaffst du, oder? Die ganze Wassermelone? Ja. Ne? Was denkst du, wie viel ist, kannst du essen? Bis jetzt schon. Oh nein. Wir haben nämlich nicht so einen großen Kühlschrank, deswegen müssen wir eigentlich alles aufessen. Viel Spaß, Henry. Du musst es heute alles noch schaffen. Ja? Genau. Kannst du ja ein bisschen noch. Alles. Alles. Bis auf den letzten. Genau. Dann musst du ein bisschen, bis auf den letzten Tropfen. Ein bisschen joggen gehen und dann wieder weiter essen. Für mich wäre das nicht essen. Ja, lass dir mal schmecken, Simon. Hast du jetzt den vollen Teller genommen? Nein. Ah! Doch, ich
glaube, der vollere Teller ist für Silas. Ja. Interessiert das? Wen interessiert das? Ah, wieder die. Er zockt gerade eh. Die Jugendlichen werden hier angeknabbert, wie in seine Kauleiste ist denn das? Ich nicht. Okay. Darf ich der Untergehen noch von einem Kraft? Spielen ein Rätselspiel. Wir haben uns jetzt nach drinnen verzogen. Draußen gibt es schon wieder viele Mücken. Und nach meiner kleinen Verdauungspause gibt es jetzt noch frische Feigen. Wir suchen jetzt Empfang. Hast du schon Empfang? Nee. Hast du Empfang, Silas? Ich habe nichts dabei. Ah, brauchst du Empfang? Ich brauche eigentlich gar keinen Empfang. Ich habe da gar keinen WLAN. Du hast gut. Ich kann die ganze Zeit Terraria spielen. Egal, Rekfall hier. Ja, wahrscheinlich sollten wir in die Richtung gehen. Weiter hoch zu? Nee, nach da. Das ist der letzte Teil meiner heutigen Mahlzeit. Ihr seht hier Gurkenscheiben und die habe ich mit dem Wildkräuterpulver Plus von Lebenskraft pur bestreut. Da habe ich auch immer eine kleine Portion neuerdings immer im Reisegepäck. Dann haben wir hier Tomaten mit Knoblauch, Postelein, das ist die Wildpflanze, die ich draußen gesammelt habe. Dann ist das hier ein bisschen Romana-Salat und das ist ein halber fermentierter Käse auf Cashew-Basis. Den habe ich kürzlich hier in einem Bioladen gefunden. So, spät am Abend gibt es für meine Jungs noch Chlorella-Presslinge mit Wasser und für mich gibt es noch 2-3 Tropfen Canna komplett. Ich stehe gerade bei uns auf der Terrasse und ihr seht ja die Lichter da unten. Das ist eine kleine Stadt direkt an der Küste von Sizilien im Norden. Wir sind hier ein bisschen in den Bergen. Und was wir abends immer gern machen, so irgendwo hier hinten, ist ein Bett und da drauf liegt Simon, der schläft schon die ganze Zeit draußen. Mama, Simon, rutsch mal bitte ein Stück. Und was wir immer total gern machen, müssen wir mal gucken, beobachten den Sternenhimmel. Heute sieht man nicht so viele Sterne, weil es fast Vollmond ist. Aber vor, wann war das? Vor einer Woche? Man hier ganz viele Sterne gesehen und die Milchstraße konnte man richtig gut erkennen. Und Simon, du warst immer ganz überwältigt, ne? Ja. Mit diesem Sternenhimmel. Ist so genial, auch unter Sternenhimmel zu schlafen. Hier hört es ja auch ganz ruhig, man hört keinen Straßenlärm. Nur ab und zu Hunde bellen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und der Henry husten da drüben. Henry schläft auch auf der anderen Seite, auf der Terrasse. Ach, zu viel Knoblauch heute. Ich suche gerade mal noch ein paar Sterne, den ganz hellen Stern kann man erkennen. Hier kann man Sterne erkennen. Ist so schön, noch mal am Abend den Tag ausklingen zu lassen und in den Sternenhimmel zu schauen. Und einfach nur zu staunen. Oder Simon? Mhm. Was ging dir so durch den Kopf, als du am Anfang so die ersten Tage hier so lagst? Boah. Genau, das war was. Boah, wie oft habe ich jetzt eigentlich boah gesagt? Ich sag aber oft boah, wenn ich in den Himmel schaue. Boah. Nur viele Sterne. Jetzt ja, wir leben ja eigentlich auch in einer Großstadt. Und, also wir leben ja in einer Großstadt und da sieht man kaum Sterne. Also weil es da so viele künstliche Lichtquellen gibt. Und Sternschnuppen. Ja, und Sternschnuppen haben wir jetzt auch schon ganz viele gesehen. Und du hast ja immer vergessen, was zu wünschen, oder? Ja, wieso? Wie sollte ich mir was wünschen? Ich glaube, man wünscht sich was. Ist das nicht so ein Brauch? Ja, aber ja, ich muss nicht. Du bist wunschlos glücklich. Nein, ist kalt. Das ist schön, dir ist kalt. Wir gehen gleich rein. Ich wollte jetzt hier noch dieses Video beenden. Und halte nochmal auf den Stern. Ja, dann verabschieden wir uns und sagen bis ganz bald. Ciao. Ciao. Silas, du auch noch? Ciao. Ciao. You gotta stay there. You always, always looking. You always, always looking. But get a reason. You gotta stay there.
Job is always broken. Basketball nation. You gotta stay back.